Bei mir sind die immer hoch, runter gegangen. Die haben getanzt. Und dann die Luft ist rausgekommen und dann ist also das Spulige ist rausgekommen, ist in den Handschuh gegangen, wo der dann so hoch gestiegen ist mit dem Brausepulver. Ja, und da war die Tomate orange und einer hat sich gedreht. Es kribbelt und krabbelt auch auf der Zunge und bei mir auch im Hals. Aber bei mir nicht. Sprudelgas blubbert in Mineralwasser und Limonade. Es kann Feuer löschen, Brauseraketen in den Himmel schießen oder Knetvulkane zum Ausbrechen bringen. Das ist so schwabbelig. In unserem Fortbildungsangebot Sprudelgas erfahren Sie, wie leicht es ist, Themen der Chemie im pädagogischen Alltag aufzugreifen und damit bei den Kindern die Freude am Forschen zu wecken. Durch eine gute Lernbegleitung fördern Sie dabei nicht nur die naturwissenschaftlichen Kompetenzen der Kinder. Auch ihre sprachliche Entwicklung wird angeregt. Ja, und was ist da dran an der Rosine? Diese kleinen Dinger da? Blubberblasen. Ja, genau. Wenn Sie beim gemeinsamen Entdecken und Forschen mit den Kindern feinfühlig zuhören und die richtigen Fragen stellen, dann entsteht ein intensiver Dialog. Wann erkennt man das denn? Bei manchen sind Blubberblasen, bei manchen sind keine. Er dient der Auseinandersetzung mit dem Naturphänomen genauso wie dem Spracherwerb. Erfahren Sie mehr und erhalten Sie alle Materialien und Praxistipps im Workshop. Melden Sie sich jetzt im Netzwerk Ihrer Region für die Präsenzfortbildung Sprudelgas an oder entdecken Sie die Online-Angebote auf dem Campus.